Upadhana. Kurzerläuterung des Sanskrit-Wortes Upadhana als Teil des Yoga-Vidya-Sanskrit-Wörterbuchs. Upadhana. Upadhana heißt wörtlich auf etwas legen. Also Upa heißt immer etwas auf oder nach oben und Dhana heißt etwas legen. Upadhana heißt obendrauf auf etwas legen. Was soll das bedeuten? Upadhana heißt eine Besonderheit. Zum Beispiel, wenn du etwas Besonderes findest, was also auf etwas Normales drüber hinausgeht, das ist Upadhana. Upadhana heißt auch Freundlichkeit, und zwar über das Normale hinausgehende Freundlichkeit. Im allgemeinen Umgang sollte man immer höflich sein, das versteht sich von selbst. Man sollte gute Umgangsformen haben und man sollte Menschen mit Ehrerbietung und Freundlichkeit behandeln. Upadhana ist aber das, was über das Normale hinausgeht. Wenn du freundlicher bist als einfach nur höflich, wenn deine Freundlichkeit auch vom Herzen ist und wenn du auf diese Weise letztlich auch merkst, in diesem Menschen ist im besonderen Maße das Göttliche. Upadhana ist aber auch spirituelle Praxis. Upadhana heißt auch Spiritualisierung des Alltags. Du hast deinen normalen Beruf. Du könntest sagen, es ist etwas Weltliches. Du könntest aber Upadhana üben und letztlich sagen, ja, ich spiritualisiere meinen Beruf. Ich will erkennen, wenn mein Chef mich nicht so freundlich behandelt, dann ist eine Möglichkeit, entweder Demut oder Gleichmut oder Gelassenheit zu üben oder vielleicht auch mal mutig zu sein. Angenommen, du hast heute einen sehr stressigen Tag, könntest du Upadhana üben und sagen, ich will heute über mich hinauswachsen, ich will alle Anforderungen erfüllen und so weiter. So könntest du alles mit Upadhana erfüllen, also etwas obendrauf legen, was mehr ist als das Selbstverständliche. Und es ist nicht nur einfach etwas Oberflächliches drauflegen, sondern man könnte auch sagen, etwas von einer höheren Warte aussehen, allem eine tiefere Dimension geben. In diesem Sinne wünsche ich dir gutes Upadhana und dass du in der Lage bist, häufig Upadhana zu üben.